Ein sehr guter Bachelorabschluss. Ein eigenes Startup gegründet. Diesen Kanal bzw. meinen eigenen Blog aufgebaut und nun Karriere in der Strategieberatung. Ich bin in dem, was ich tue, recht fleißig und motiviert. Nichtsdestoweniger haben mir insbesondere in den letzten 2 Jahren besonders 3 Gewohnheiten geholfen, an den Punkt zu kommen, an dem ich heute stehe. Und genau von diesen 3 Gewohnheiten werde ich dir im Folgenden erzählen. Stell dir vor, du könntest das Wissen der erfolgreichsten, schlauesten, witzigsten und so weiter Menschen anzapfen. Und das ganz problemlos. Bücher erlauben dir genau dies. Die erfolgreichsten Menschen, sei es in jedem Bereich, gibt es Menschen, die ihr gesamtes Lebenswerk niedergeschrieben haben. Sie haben aufgeschrieben, wie sie an den Punkt gekommen sind, wo sie heute stehen. Sie haben ihre Geheimrezepte niedergeschrieben, damit andere Leute von ihren Fehlern, von ihren Erfolgen lernen können. Und als ich vor 5 Jahren zum ersten Mal ein Buch in der Hand hatte, tat ich mich super, super schwer, mit dem Lesen anzufangen. Selbst 5 Minuten am Stück in einem Sachbuch zu lesen, war für mich eine echte Qual. Heute kann ich nicht mehr schlafen gehen, ohne auch nur 10 Minuten in einem Buch gelesen zu haben. Und in den letzten 5 Jahren haben sich damit unglaublich viele Bücher akkumuliert. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, mit dem Lesen anzufangen. Es ist die wertvollste Gewohnheit, die man meiner Meinung nach ausbilden kann. Und sei es wirklich nur 10 Minuten am Tag in einem Bereich zu lesen, der dich interessiert, dich wird das auf jeden Fall immens weiterentwickeln. An dieser Stelle noch meine Top 3 Bücher, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Erstens Die Gesetze der Gewinne von Bodo Schäfer, Die subtile Kunst des Draufscheißens von Mark Manson und für alle, die das Netzwerken richtig lernen möchten, das Buch Geh nie allein essen. Die zweite Gewohnheit, die einen immens positiven Einfluss auf mich in den letzten Monaten, Jahren hatte, war das Reflektieren. Alles hat angefangen mit einer einfachen Frage. Und zwar habe ich mir in Google Keep jeden Abend vorm Schlafengehen die Frage gestellt, was war heute dein größter Erfolg? Ich habe mir einfach darüber Gedanken gemacht, was ich heute gut gemacht habe, Ergebnisse, auf die ich stolz sein kann. Und sei es nur, dass ich meiner Mama ein Kompliment gemacht habe oder dass ich erfolgreich 2 Vorlesungen zusammengefasst habe, so wie ich mir das vorgenommen habe. Das hat mir dann geholfen, gut beruhigt ins Bett zu gehen. Und das Ganze ist dann so ein bisschen ausgeufert. Ich habe angefangen, mir mehrere Fragen täglich zu stellen. Dann habe ich angefangen, eine wöchentliche Reflexion aufzubauen und mittlerweile reflektiere ich monatlich und auch auf einer Jahresebene. Das heißt, all die Taten, all die Ziele, die ich habe, all die Erwartungen, all die Ergebnisse und die Niederschläge, die ich so hervorbringe, all das hinterfrage ich mit ganz einfachen Fragen, wie zum Beispiel, wie glücklich fühle ich mich gerade? Oder auf einer wöchentlichen Ebene frage ich mich immer, wofür sollte ich eigentlich dankbar sein? Monatlich frage ich mich immer, bin ich noch im Einklang mit meinem 5-Jahres-Plan? Bin ich im Einklang mit meinen Werten, mit meinem Zweck der Existenz, den ich für mich selber bestimmt habe? Bin ich da quasi on track? Und wenn nicht, was kann ich tun, um eben genau in diese Richtung weiter voranzuschreiten können? Weiterhin frage ich mich eigentlich immer, was sind so die wichtigsten Ziele? Täglich frage ich mich, was sind die wichtigsten Ziele von morgen? Wöchentlich frage ich mich, was sind die wichtigsten Ziele von nächster Woche? Und monatlich frage ich mich, was sind die wichtigsten 3 Ziele des nächsten Monats? Und dementsprechend hilft das mir eben, mich stetig weiterzuentwickeln, jeden Tag so ein bisschen besser zu werden. Und das halt in allen Bereichen. Ich fokussiere das nicht nur auf meine Karriere, nicht nur aufs Studium, sondern eben halt auch auf meinen Freundeskreis, auf meine Gesundheit, auf meine persönliche Weiterentwicklung. Damit ich eben in allen Bereichen des Lebens mich so stetig weiterentwickeln kann, glücklicher leben kann, mehr dieses Leben auskosten kann, als das, was ich eben nicht könnte, wenn ich mir nicht so viele Gedanken mache. Die dritte Gewohnheit, die in den letzten Jahren einen immens positiven Einfluss auf mein Leben hatte, das regelmäßige Sporttreiben. Seit einigen Jahren schon betreibe ich regelmäßig Kraftsport und seit gut 1,5 Jahren auch noch zusätzlich Ausdauersport. Und die Vorteile von diesen Aktivitäten sind schon immens gewesen in den letzten Jahren. Ich bin nicht nur deutlich selbstbewusster geworden. Das heißt, ich kann meine Ziele, meine Ideen viel selbstbewusster verfolgen und auf Menschen offener zugehen. Nein, ich bin auch energiegeladener. Das heißt, wenn irgendwas ansteht, dann bin ich meistens immer an der vordersten Front, bin sehr proaktiv, bin positiv eingestellt, dass alles möglich ist und dass alles irgendwie auch Spaß macht. Und damit verbunden bin ich eben halt auch ein glücklicherer, ausgeglichenerer Mensch gewesen. Gerade in meinem aktuellen Job ist es natürlich recht intensiv,
von Zeit zu Zeit. Und da hilft so ein Ausgleich wie der Sport eben enorm. Und wenn man damit schon im Studium oder sogar schon vor dem Studium angefangen hat, regelmäßig etwas zu machen, was einem Spaß macht, weil Sport macht wirklich Spaß, wenn man darin gut wird, dann hat man eben den Vorteil gegenüber den anderen, die dann quasi diese Sportart erstmal aufbauen müssten. Deshalb mein wärmster Rat an dich. Finde eine Sportart, die dir auf jeden Fall Spaß macht und die du regelmäßig, sagen wir jetzt mal 3 bis 4 Mal die Woche, machen könntest. Und damit wirst du auf jeden Fall nicht nur ein glücklicherer Mensch, sondern langfristig natürlich auch ein längeres, gesünderes Leben leben können. Und ja, das war's mal wieder vom heutigen Video. Bitte schreib mir in die Kommentare, was war eine Gewohnheit, die für dich in den letzten Jahren einen immens positiven Einfluss auf dein Leben hatte. Und wie immer, lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach unten und konstruktive Kritik in die Kommentarspalte, wenn es dir nicht gefallen hat. Und drück auch gerne den Subscribe-Button und die Glocke, wenn du mehr solche Inhalte sehen willst. Und damit bis zum nächsten Mal.